Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. Im heutigen Video sehen wir uns die Befruchtung einer weiblichen Eizelle mal etwas genauer an. Dabei werden wir sehen, unter welchen Bedingungen eine Befruchtung stattfinden kann, an welchem Ort die Befruchtung stattfindet und was genau dabei geschieht. Außerdem gehe ich noch kurz auf mögliche Störungen der Befruchtung ein. Das solltest du schon wissen. Den Bau und die Lage der weiblichen Geschlechtsorgane und außerdem die Entwicklung der männlichen und weiblichen Keimzellen. Damit ein neues Leben entstehen kann, muss es vorher zu einer Vereinigung einer weiblichen Eizelle mit einer männlichen Samenzelle kommen. Diese Vereinigung ist jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Doch wann ist eine solche Vereinigung überhaupt möglich? Zunächst einmal müssen sowohl Mann als auch Frau fruchtbar sein. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.